Die Bundesregierung aber weigert sich, den Angriff der Türkei zu verurteilen. Die Sprecherin des Auswärtigen Amts tut sich schon sichtlich schwer damit, ihn überhaupt völkerrechtlich einzuordnen. Für die Bundesregierung ist es eine fluide Lage. Und um zu beurteilen, wie man eine völkerrechtliche Einordnung vornehmen würde, ist im Moment dort nicht möglich, weil unser Lagebild einfach nicht in dieser komplexen Lage und fluiden Lage nicht vollständig ist. Völkerrechtler sehen den Fall dagegen ganz eindeutig. Der Angriff der Türkei auf Syrien stellt sich meines Erachtens als ein Völkerrechtsbruch dar, da hier keine völkerrechtliche Ermächtigungsgrundlage vorliegt. Weder liegt ein Mandat des UN-Sicherheitsrats vor, noch liegt hier ein Fall der Selbstverteidigung vor. Dass die Bundesregierung hier vermeidet, eine klare völkerrechtliche Einschätzung vorzunehmen, ist verständlich, da es sich bei der Türkei um einen Bündnispartner, um einen NATO-Verbündeten handelt, den man völkerrechtlich nicht an den Pranger stellen möchte. Das ändert aber nichts daran, dass die Operation der Türkei in Syrien ein Völkerrechtsbruch darstellt.